Ich kannte niemanden, der den Worten der Verschwörungstheoretikern Glauben schenkte. Ihre Warnungen, das Ende der Welt betreffend, belächelten die meisten von uns. Auch mir erschien der Gedanke an die Apokalypse lächerlich und ich hatte nur Spott für die Menschen übrig, die Zeit hatten, sich Schauermärchen auszudenken, um anderen damit Angst zu machen. Als dann die Dunkelheit ohne Vorwarnung kam, lachte ich nicht mehr. Hätte ich gewusst, was uns bevorsteht, hätte ich weder meine Frau und mein Kind verlassen, noch hätte ich weiterhin in einem Job gearbeitet, der mir die Kraft zum Leben Schritt für Schritt nahm. Ich hätte damit begonnen, mein Leben aufzuräumen, um ein besserer Mensch für die zu sein, die ich von ganzem Herzen liebe. Doch für Reue ist es jetzt zu spät. Ich sitze alleine in einem kargen Kellerraum und hoffe darauf, dass das Licht wieder zurückkehrt. Ich habe alle Ratschläge, die noch durch das Radio zu mir durchdrangen, bevor sämtliche elektronischen Geräte ihren Geistaufgaben so gut es ging befolgt. Bevor ich mich einschloss, habe ich eine Menge Konserven, warme Kleidung, Kerzen, Taschenlampen, Batterien und Wasser in mein Verlies geschleppt. Dazu noch ein paar Bücher, Stifte und Papier zum Schreiben und eine chemische Toilette. Sie sagen, sie wüssten nicht genau, wie lange die Nacht anhalten würde. Sie sagen, die Türen sollten von innen verschließbar sein, denn es käme mit ziemlicher Sicherheit zu Plünderungsversuchen. Das ist der Grund, warum ich seit einer Woche in diesem Raum sitze und darauf warte, dass die Sonne wieder aufgeht. Ich schreibe meine Empfindungen auf, damit ich vor Einsamkeit nicht verrückt werde.